Hallo, Jörg Fuhrmann hier. Ein kurzes Biohacking-Video zum Thema Amalgam und Psyche. Ja, also es gibt da ja schon seit langem alle möglichen Theorien und Thesen zu. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich meinen Zahnarzt damals vor 20 Jahren roundabout darauf angesprochen habe, nein, das ist völlig unproblematisch und behaupten ja manche immer noch. Dennoch gibt es mittlerweile einige Länder, die den Einsatz da in dem Bereich sogar verboten haben. Ich kann mich auch noch erinnern, als ich meine Sanierung gemacht habe, vor ja, mittlerweile über 15 Jahren, glaube ich, ist es ungefähr jetzt her, dass die Zahnärztin von also selbst überhaupt nicht da drauf Wert gelegt hat, dass da ein Kofferdamm zum Beispiel eingesetzt wird. Erst dadurch, dass ich darauf bestanden habe, hat die das gemacht. Kofferdamm ist diese Abschirmung, also wie so ein Segel, also was gespannt ist auf einen Rahmen und dann guckt nur, da ist ein Loch drin, dann guckt dann nur dieser eine Zahn raus, der dann entsprechend in dem Moment saniert werden soll. Das hat dann zur Folge, dass die Stäube, die durchs Bohren, dann nicht im Mund verteilt werden und in der Mundschleimhaut dann wieder aufgenommen werden direkt. Weil sonst hat man natürlich eine enorme Rückvergiftung in dem Moment. Langsam drehende Bohrer sind auch wichtig, das Fenster offen ist. Besser noch, dass eine Sauerstoffversorgung noch extern zugeführt wird. Das wird ja zum Beispiel in einer Tagesklinik in Konstanz beim Dr. Scholz oder auch beim Dr. Volz auf der anderen Seite in Kreuzlingen. Da wird das ja auch gemacht. In Konstanz ist ja der Dr. Mutter auch, in Kreuzlingen ist der Dr. Klingenhardt tätig. Also umweltmedizinisch halt, dann für die Nachversorgung und so weiter. Und da ist also sehr viel auch von Dr. Mutter zum Beispiel oder auch Klingenhardt ist da auch einiges zu publiziert worden. Und es gab ja auch unterschiedliche Studien, wo man dann diese Amalgamblomben dann gelegt hat bei Schafen, wo dann eben wo man die Partikel dann entsprechend, also das, wo man das markiert hat, radioaktiv, und dann konnten die hinterher die Partikel überall im Darm und sonst wo im Gehirn bei den Viechern sehen, und dann hieß es, ja, mein Gott, sind halt Schafe, dann hat man das, soweit ich weiß, mit Affen wiederholt, Menschenaffen, und das Ergebnis war das Gleiche. So, und ja, also Dr. Mutter hat da sehr lange schon eben auch Sachen zu gemacht, unter anderem relativ bekannt das Buch hier, Amalgamrisiko für die Menschheit, kann man sich ja mal lesen, durchlesen, mal holen, wenn man es noch kriegt. Daraus möchte ich dir jetzt mal so einen kleinen Impuls geben, weil es geht ja, wie ich gerade gesagt habe, um die Auswirkungen auf die Psyche. Natürlich haben die ganzen möglichen Folgen, die hier in dem Buch beschrieben werden, die haben natürlich alle dann auch wieder Auswirkungen auf die Psyche allgemein, das ist ja klar, weil wenn du auf einmal chronisches Erschöpfungssyndrom hast zum Beispiel infolge von so einer Sache, dann hast du natürlich auch ein Problem mit der Psyche hinterher, das hängt ja alles zusammen. So, oder wenn Leute dann elektrosensibler werden, ne? Das ist kann auch eine Folge dessen sein. Obgleich natürlich, wenn du halt je mehr Metall du am Leib hast, also im Kiefer oder sonst wo am Leib, was sind Metallbrillen, Metallgürtel, BH-Träger mit Metallbügeln drin, alle möglichen Arten von Piercings. Also das sind alles natürlich Antennen, kannst du sagen, für dann auch Hochfrequenz. Und das wirkt natürlich miteinander in irgendeiner Form. Also Ärzte, die zum Beispiel auch Physiker sind oder so, die verstehen das sofort. Ne? Denen ist das auch ganz klar. Und es gibt ja auch Elektrobiologen, die können das also auch einem relativ gut und schnell erklären, was das für Auswirkungen hat. Ja, also mal eben aus diesem Buch ein kleiner Impuls zum Thema psychiatrische oder psychosomatische Erkrankungen infolge von dieser Amalgamvergiftungen. Persönlichkeitsstörungen als Folge einer Quecksilberbelastung werden vielfach verkannt. Betroffene werden allmählich menschenscheu, kapseln sich ab, schämen sich, sind sehr schüchtern,
werden depressiv, schreckhaft oder stimmungslabil. Dazu kommen Reizbarkeit, Wutausbrüche bei kleinen Anlässen, Aggressivität und Ängstlichkeit. Der Betroffene versteht sein Verhalten selbst nicht und ist von großen Selbstzweifeln befallen. Bei einer entsprechenden Entgiftungstherapie ändert sich die Persönlichkeit eines Menschen beachtlich. Die meisten sind liebevoller, friedlicher, angenehmer und intelligenter, wenn die Metalle aus dem Gehirn entfernt wurden, die dort nicht hingehören. Leider stempeln die meisten Ärzte Beschwerden von Amalgambelastungen nach erfolgloser Diagnostik als psychisch oder psychosomatisch bedingt ab. Durch die biologischen Wirkungen des Quecksilbers am Nervensystem, beispielsweise durch verminderte Freisetzung der Nervenüberträgerstoffe, lassen sich die meisten Symptome erklären. Eine Studie an Patienten, die sich wegen Depressionen in psychiatrischer Behandlung befanden, erbrachte eine Besserung bei 80% der Betroffenen, muss man sich mal überlegen, nach einer Amalgamentfernung und Amalgamentgiftung. Daunderer berichtete, dass in einer psychiatrischen Klinik in Aachen 1/3 der Patienten nach Amalgamentfernung und Entgiftung entlassen werden konnte. 1/3, das sind 33,3%, das muss man sich mal überlegen. Eine neuere Studie konnte nachweisen, dass bereits kleinste Mengen an Quecksilber zu einer Verschlechterung kognitiver Fähigkeiten, also einer eingeschränkten Wahrnehmungsfähigkeit, führen können. Also es sind unzählige Patienten bekannt, die in psychiatrischen Kliniken überwiesen wurden, obwohl sie nur eine Quecksilbervergiftung haben. Wow, das ist natürlich eine enorme Ansage und wird nach wie vor in der Schulmedizin meistens nicht erkannt. Und das Problem ist auch, das Zeug scheint ja auch irgendwie zu wandern, beziehungsweise gibt es auch Splitter, die kann man dann häufig aber auch nur auf diesen 3D-Panorama-Röntgenbildern sehen. Auf den normalen Röntgenbildern ist das wohl sehr schwer. Dann sitzen die irgendwo im Zahnfleisch oder sonst wo drin. Vor allen Dingen, wenn da mit entsprechenden Bohrern rumhantiert wurde bei irgendwelchen Entfernungsversuchen. Also manchmal sitzt ja Amalgam wohl auch noch unter neuen Blomben, die dann gelegt wurden, drunter, wenn das nicht vernünftig rausgemacht worden ist, ist auch natürlich sehr schwierig, oder ein neues Metall wieder draufgekommen ist, ist auch ungünstig. Also da gibt es sehr, sehr viele Faktoren, da müsste man sich einfach mal professionell beraten lassen, und ich würde wirklich jemanden empfehlen, der das umweltmedizinisch macht. Und ich selber habe eben mit der Tagesklinik in Konstanz sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und kann das einfach nur empfehlen, sich da mal jemanden zu suchen und mal screenen zu lassen. Vor allen Dingen auch, wenn man merkt, man hat irgendwelche mentalen Klamotten am Laufen, die sind bis heute irgendwie nicht, da gibt es bis heute keine Ursache zu, und man hat das bis dato nicht beheben können, obwohl man schon super viel gemacht hat. Und wenn man da immer noch was im Kiefer hat oder mal was drin hatte, was dann eben nicht fachgemäß entfernt wurde, einfach nur rausgebohrt und was anderes rein, dann macht es definitiv Sinn, da wegen Entgiftung und Umweltmedizin mal mit einem Umweltmediziner gemeinsam draufzuschauen. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Impuls geben zu dem Thema, und sende dir schöne Grüße von Jörg Fuhrmann aus dem Freiraum-Institut.